Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Inside World Spirits. Mein Name ist Wolfram Ortner. Ich begrüße Sie recht herzlich und natürlich auch unseren Gast heute, Ferdinand Zweiger aus der Steiermark. Der Familie brennt eigentlich schon ewig Schnaps. Ja, schon sehr lange. So lange kann ich mich gar nicht erinnern, dass sie schon brennen eigentlich. Ich kann mich erinnern auf eure Jahresfeier. Da ist eigentlich die Zeit, die ihr Schnaps gebrannt habt, mit der Zeit, die ihr gefeiert habt, nicht ganz übereingestimmt. Ja, aber ziemlich schon, seitdem wir es professionell machen eigentlich schon. Okay, da habt ihr die professionelle Zeit, genau. Habt ihr dort gefeiert, zelebriert. Was macht ihr eigentlich alles? Wir machen hauptsächlich Destillate. Im Destillatbereich sind wir sehr stark, Likörbereich machen wir sehr viel, im Weinbereich machen wir sehr viel, Bier brauchen wir ein bisschen, Whisky machen wir nicht mehr. Fast die ganze Sparte eigentlich, was an Getränken gibt, decken wir ab. Ja, ich meine, natürlich, wenn man eine Brauerei hat, kann man natürlich perfekt Whisky produzieren. Die ganzen Liköre, habt ihr freilaufende Hühner oder wie geht das? Ja, die kriege ich von in der Nähe von mir, ist im Endeffekt ein Hühnerbauer. Ja. Von dem beziehen wir die Eier. Sind freilaufende Hühner natürlich, da schauen wir immer, dass die Qualität passt, dass der wirklich das richtige Futter nimmt für den richtigen Eierlikör. Und das funktioniert sehr gut, muss ich sagen. Jetzt haben wir praktisch das Thema Eierlikör angesprochen. Ihr macht die Fruchtliköre auch, oder? Fruchtliköre machen wir im kleinen Sektor, zum Beispiel den Kirschlikör machen wir eher mehr im Cremelikörbereich. Und was macht Sie in Sachen Destillate? Destillate haben wir momentan 39 Sorten im Programm. Das heißt natürlich Hauptsorte Marille Williams, die sind in der Steiermark ist. Natürlich haben wir auch so Sondersorten dabei, wie Bananenbrand, wie Ananasbrand haben wir schon probiert. Wolthimbeer, Quitte darf nicht fehlen, Zwetschge, eigentlich alles was an Früchten gibt. Aber eure Familie muss man sich ungefähr so vorstellen, das ist ein Riesenbaum mit einem Haufen Zweiger, oder? Ja, man muss sich das vorstellen. Wir sind nämlich zwei Betriebsführer, wo wir momentan den Betrieb führen. Das ist der Cousin von mir, der ist im Weinbau tätig und ich mache die Destillerie eher. Meine Frau ist natürlich auch dabei, die macht auch den Weinbau eher mit. Aufgebaut haben diesen Betrieb eigentlich die Väter von uns. Die haben mit Obstbau angefangen und wir haben diesen Betrieb komplett umgestellt auf Weinbau und eben auf Getränkesektor. Wenn du im Marketing so innovativ bist, als deine Väter unter Anführungszeichen jetzt, dann wärst du einer der reichsten Österreicher, das kann ich garantieren. Ja. Ich habe die ganzen Vermarktungsgeschichten einmal gehört, das ist unglaublich. Heute haben wir ja gesagt, es dreht sich ums Thema Eierlikör. Das sind eigentlich immer so Großmutterrezepte, wenn man daran denkt. Aber du machst uns jetzt eine Vorführung für einen Eierlikör à la Wolfram und Ferdi. Ich schaue blöd zu und werde dich fragen und du sagst mir, was du machst. Das wäre nett, wenn du mir ein bisschen hilfst, die Zutaten reinzugeben. Natürlich. Wir fangen an mit dem Ei. Ja. Das Ei gebe ich mir selber. Das sind die Eidotter. Eidotter von freilaufenden Hühnern. Ja. Jetzt wäre es super, wenn du mit dem Staubzucker da ganz langsam reinschütten würdest. Dabei kann ich da schon. Aber nur wenig, oder? Geht das so? Ja, geht schon so, ja. Aber deine ganzen Zutaten, wenn ich die anschaue, du hast keine Vanille dabei. Ja. Hast du bewusst keine Vanille dabei? Ja, ich habe bewusst keine Vanille dabei, weil sehr viele eben mit Vanille arbeiten. Gell? Und hast du generell keine Vanille? Oder nur heute? Nein, habe ich schon die Vanille dabei, aber das ist einmal ein anderes Rezept, sage ich mal. Und ich finde diese Likör-Sachen auch ohne Vanille auch sehr gut. Das ist natürlich Vanillezucker, was wir da haben. Da ist eine leichte Vanille drinnen. Ja. Und somit bringt man den Touch auch mit. Gell? Ach, Zaubermittel. Brauchst du noch mehr vom Zaubermittel? Aber wie ist das eigentlich? Da gibt es ja die Fundamentalisten, mehr oder weniger bei der Eierlikörmacher. Viele sagen, Vanille hat drinnen nichts verloren. Wie siehst du das? Große Spielwiese? Ja, ganz eine große Spielwiese, weil im Endeffekt die Vanille bringt gerade so einen leichten Hauch an Zärtlichkeit hinten noch, nicht, was wir eben viele Leute auch kennen. Gell? Und deswegen gebe ich es auch ganz gern dazu. Gell? Reicht das? Ja, reicht. Jetzt könnte man noch Kristallzucker nehmen. Ja. Schauen wir mal das. Das heißt, machst du ihn eigentlich relativ süß, den Eierlikör, oder halt einfach so, dass er schmeckt? Oder? Ich habe, glaube ich, da ein Rezept gefunden, das wirklich für jeden Gaumen passt. Gell? Natürlich, wenn man das selber zu Hause macht, da kann sich jeder spülen, ein bisschen mehr Zucker, ein bisschen weniger Zucker, gell? Die Süße kann sich jeder selber einstellen, sage ich mal. Gell? Wie siehst du das mit der Süße? Haben es die jungen Leute lieber süß oder lieber die alten Leute? Lieber die alten Leute.
Die Älteren haben, die ältere Generation ist eigentlich eher auf süß wie die junge Generation. Ja? So, jetzt könnte man eigentlich die Milch schon dazu geben. Ja. So, muss man wieder sagen, wie? Ist das frische Milch oder verwendest du? Das ist pasteurisierte Milch. Pasteurisierte Milch, ja. Die brauchst du wahrscheinlich, damit das haltbar wird, oder? Nicht nur haltbar, sondern auch die frische Milch, die flockt dann aus. Ja. Und das macht die pasteurisierte nicht. Gell? Ja, da haben wir genug. Wie ist das eigentlich, wenn man statt den Eiern Industrie-Eier verwendet? Man schmeckt es raus. Man schmeckt das absolut raus. Ja, wir haben das probiert auch. Natürlich probiert man es, wenn man solche großen Mengen herstellt wie mir. Wir haben es probiert, wir haben dann wieder aufgehört mit denen, weil es wirklich nett. Du schmeckst es irrsinnig aus. Und vor allem, du hast die Farbe nicht, was die anderen Eier haben. Ja, aber das ist natürlich kräftig. So, jetzt könnte man eigentlich die Sahne geben. Ja. Wie ist denn das eigentlich mit der Strafarbeit, mit den Eier aufmachen? Ja, das Eier aufmachen. Wir machen deswegen eine große Familie? Ja. Nein, wir machen jede Charge, was wir machen, das sind so um die 200 Liter. Ah, ja. Da sind ca. 2300 Eier drinnen. Natürlich am Tag werden da mehrere Chargen gemacht. Wir haben da eine eigene Maschine gebaut, wo wir diese Eier trennen können. Das heißt, wir tun ca. 2000 Eier in der Stunde, trennen wir das Eiklar von Eigelb. Okay, das geht dann ja super. Das wird nur reingeklopft, das machen zwei Leute. Die klopfen das rein und das ist so ein Rutschen, wo das dann getrennt wird und das funktioniert irrsinnig gut. Aber jetzt muss man noch was erklären, nicht so wie die Sahne. Ihr macht ja praktisch, der Eierlikör ist die Basis für andere Liköre von euch. Ja. Wie Kokos oder Schokolade. Du hast immer die Basis der Eierlikör, oder? Die Grundbasis ist Eierlikör. Ja. 1:1. Nicht 1:1, sondern mit Eigelb spült man sich da ein bisschen. Das heißt, einmal ein bisschen weniger, einmal ein bisschen mehr. Mit der Sahne? Sahne natürlich. Nicht? Es gibt ja Sorten, die was zähflüssig werden. Da sollte man gescheiter die Sahne dann weglassen, weil sonst geht es aus der Flasche nicht mehr raus. Löffeln? Löffeln. Da muss man aber einen größeren Hals machen, dass es dann wieder rausgeht. Man bringt schon raus. Man braucht es im Endeffekt nur ein bisschen anwärmen, dann gut schütteln und dann wird es wieder flüssig, dass es wieder rennt. Gell? Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Eierlikör in der Form und Eiercreme-Likör? Mehr Sahne? Mehr Sahne, ja. Das ist der einzige Unterschied, umso, oder? Umso cremiger das wird, umso mehr Sahne hast du drinnen. Und deswegen heißt das auch Creme-Likör. Machst du generell einen Eier-Creme-Likör oder einen puren Eierlikör? Schon Creme-Likör. Alles Creme, also sehr fein. Auf sehr zäher Basis, auf dicker Basis aufgebaut eben. Okay. So, jetzt kriegt man Alkohol rum, ja. Kann man eigentlich Weinbrand auch nehmen? Man könnte Weinbrand auch nehmen. Weinbrand kommt extra dann noch. Echt? Ja, wir haben da extra noch Weinbrand dabei. Der Rum ist nur ein leichter Geschmacksträger, den was man dann so hinten drauf gibt. Gell? Das heißt, da hat man eigentlich ein großes Spülwiesen. Ja, da kann jeder nehmen im Endeffekt, was er schmeckt. Nicht? Ja. Und jeder machen, was er will mit dem Alkohol. Gell? Sehr gut, aber nur ein bisschen, oder wahrscheinlich? Ja, kann man ein bisschen noch. Ja, danke. So, und jetzt eine andere Frage. Wenn du jetzt einen hochwertigen Rum hast und einen billigen Rum, Unterschied in der Qualität von deinem Produkt? Absolut, absolut. Das heißt, du kannst nur mit hochwertigen Zutaten arbeiten? Genau. Umso hochwertiger die Produkte sind, die man hernimmt zum Produzieren, umso hochwertiger wird sein Produkt. Ich würde zwar nicht den Spruch sagen, wie er in Natura ist, aber perfekte Qualität, die im einen tut, kommt perfekte Qualität außer. Ja, normalerweise sagt man das Gegenteil. Ja, richtig, Aber es ist immer im Leben hohe Qualität, qualitativ hochwertiges Produkt. So, jetzt wollen wir noch den Korn. Wie viel Gradation hat der? Der hat 40%. Wir machen das mit 40% meistens, weil eben hoher prozentiger Alkohol stabilisiert. Kann stabilisieren, aber kann auch passieren, dass es stocken anfängt. Aha. Auch nur ein bisschen, oder? Ja, da kann man ruhig ein bisschen mehr nehmen. Geht schon. Also ist doch, mehr ist doch Alkohol und keine Speisgezuckerte. Ja, man sollte 16% Alkohol haben, dass man es konserviert hat. Gell? Weil natürlich muss es das eigentlich haben vom Gesetz her? Das muss es haben, ja. 14% muss es haben. Wir fahren mit 16%, weil wir darauf nochmal sicher gehen. Na ja. Danke. Bitte. Deswegen hatten wir auch keine Konservierungsmittel drinnen. Das heißt, wenn wir über 16% ist, braucht man keine Konservierungsmittel und somit sind wir auch haltbar. Eierlikör braucht auch kein Haltbarkeitsdatum, ja. Weil er eben mit Alkohol konserviert ist. Ist eigentlich ein Unterschied zwischen einem Eierlikör aus einer Manufaktur und einem Eierlikör, der großindustriell hergestellt wird? Unterschiede, natürlich werden Unterschiede sein, wenn man diese beiden Produkte verkostet. Natürlich, wie wir vorher schon gesagt haben, unsere sind cremiger, wie die Industrie. Natürlich, die Industrie stellt aber auch tausende Liter her auf einmal. Ja. Wir haben doch mehr diese Handarbeit noch, was da dazugehört. Ich sage einmal, man merkt sicher den Unterschied. Gell? Patrick, du hast uns ja heute was mitgebracht, was wirklich als scharfes Früchte zu bezeichnen ist. Du hast auch kleine Chili-Pflanzen da. Wie ist das eigentlich? Grün ist für Kinder, scharf ist für Erwachsene, oder?
Ja, leider kann ich ab der Farbe nicht sagen, ob scharf ist oder nicht. Chili gibt es von grün bis rot, also mit allen Nuancen, orange, hellrot, dunkelrot. Dunkelrot heißt in den meisten Fällen reif, aber sagt nichts über die Schärfe aus. Es gibt auch grüne, die scharf sind, es gibt gelbe, die scharf sind, orange, die scharf sind. Das wäre ein Trugschluss. Der Inhaltsstoff, das Brennen, wie heißt das noch einmal? Das Capsaicin, das ist der Wirkstoff, der brennt. Und dann, das ist aber auch ein Stoff, der uns hilft, zum Beispiel bei der Wundversorgung, ist desinfizierend. Ich weiß nicht, ob du das zufällig weißt. Weißt du überhaupt, dass der Chili jene Pflanzen ist, die am meisten Vitamin C hat? Nur, man kann diese Menge nicht zu sich nehmen. Aber die hat irrsinnig viel Vitamin C, das weiß ich ganz sicher. Also, es ist ein Allround-Künstler, die Chili-Pflanzen. Ja, das ist möglich, aber ich glaube nicht, dass man so viel zu sich nimmt, das ist es, dass ja. das spürbar Nein, ist. Nein, aber nur eine kleine Ergänzung dazu. Wo würdest du jetzt bei der Verarbeitung in Alkohol den Chili verwenden? Also man kann ihn sehr gut im Gin verwenden, weil er ist sehr breit gefächert. Die Schärfe kommt aber nicht durch, die kommt wenig durch. Er ist da in der Komposition eher zurückhaltend. Ich kann ihn aber auch in Bitter verwenden, als Aromageber. Was ich auch schon gemacht habe, das ist Himbeere mit Chili kombiniert. Ja. Also diese Süße dann mit der Schärfe kombiniert. Das ist sicher spannend. Das ist sehr spannend, ja. Wir haben ja früher darüber gesprochen. Wie siehst du die Kombination Chili und Eierlikör? Ja, das ist nicht sehr naheliegend, aber für mich gilt es auch immer wieder zu experimentieren. Die Schärfe zu diesem süßen, sahnigen finde ich eine interessante Kombination. Ich würde vorschlagen, dass man einen Dip macht mit Eierlikör, Chili, Pfeffer, vielleicht etwas Rum und dann die reifen Erdbeeren drin dünkt. Bei uns gibt es einen Spruch, der heißt, Mut kann man nicht kaufen. Ich glaube, mit diesem Spruch treffe ich jetzt ins Schwarze, was deine Kombination angeht. Auf alle Fälle freue ich mich schon wieder auf die nächste Folge mit dir. Schön, dass du heute wieder da warst. Danke. So, Ferdi, wir werden jetzt schon langsam mal mit dem Verkosten anfangen, aber vorher müssen wir noch einen Freund begrüßen, den ich eingeladen habe. Eder Wolfgang. Ewiger Freund, Ex-Kirchner Makur-Direktor, lebe Mensch und Genussmensch, servus, Ferdinand Zweiger. Das ist der Eierlikörbaron von der Steiermark, eigentlich österreichweit, macht einer der besten Produkte. Ich meine, das ist für dich ein fremdes Thema, weißt du, es lieber Zigarren und härtere Sachen, aber heute sind wir auf der romantischen Softzeiten. Gut, ja, ich staune wirklich. Mal ich bin schon ganz neugierig, absolut neugierig, was da jetzt auf mich zukommt. Ja, starten wir mal. Ja. Ja. Bitte gern. Starten wir gleich mit uns einmal, gell? Ja. Darf ich dich fragen, wann trinkt man das? Eierlikör. Jetzt zum Beispiel. Eierlikör ist eher die Zielgruppe, mal sage ich mal, die sind eher Damen, weil es doch ein süßes Produkt ist. Okay. Und da eher, wenn eine gemütliche Kaffeerunde beieinander sitzt, sage ich mal, dass die sich dann zusammensetzen und dann eben diesen Eierlikör genießen. Gell? Aha, okay. Aber die Jugend? Jugend auch. Jugend, gerade weil mein Alkohol nicht so hoch ist. Gell? 16% alt. Gerade weil es süß ist. Gell? Ja. So trinken die das ganz gerne auch. Gell? So. Ja. Aber ich meine, ich muss da sagen, ich liebe es zur Belohnung. Wenn ich sportlich irgendwas mache, man sieht, das ist nicht mehr viel. Ich tue mich lieber belohnen, aber nach einer Skitour oder nach einem Radl fahren oder was auch immer, mit einem Eiswürfel, ich finde das ein Klassiker. Ja, sicher, ja. Genauso, ich meine, beim Kochen, du kochst jetzt so gern. Verwendest ein bisschen mehr in der Kuchel. Das ist eine gute Idee, ja. Das war, ja, gerade dessertmäßig kann man das ganz gut verwenden. Kann man das einmal. Boah, das ist aromatisch. Was? Tolles Produkt. Fertig, beschreib du das Produkt bitte. Ja, was wählen wir außer? Typisch ganz leichte Vanille, leichte Rumnote hat man drinnen. Biskuit. Sauvignon. Biskuitteig, genau. Ja, von der Farbe her natürlich schönes Eigelb, gell? Das ist auch immer sehr wichtig beim Eierlikör, nicht, dass die Farbe relativ. Sehr, sehr kräftig ist halt und ins Gelbe geht auch, gell? Okay. Geschmack. Was? Das schmeckt. Was schmeckt? Dann
Trinkt man das so warm oder mit Eis? Oder? Man kann das in mehreren Varianten trinken zum Beispiel. Das passt sehr gut über Vanilleeis zum Beispiel drüber, gell? Dass man das auch immer ein bisschen drüber gibt. Auch über so Schokotorten oder solche Sachen gibt man das auch ganz gern drüber. Gell? Und natürlich auch so zum Genießen, eher nicht mit Eis, eher ein bisschen wärmer. So geht, also weil fast wie Medizin, kann ich es verschreiben lassen? Schon, ja, man merkt auch, dass das relativ zähflüssig ist, gell? Ja. Es hat auch eine gewisse Konsistenz und das merkt man halt auch, dass das reine Handarbeit ist. Gell? Aber was ich finde, dass eigentlich der Alkohol für die 16% recht wärmend durchkommt. Also das ist richtig aromatisch wärmend. Meistens ist es stärker eigentlich. Ja. Das stimmt, das ist auch, das hat den Effekt, dass das bei der Zugabe richtig passiert ist. Wenn man die Zugabe falsch macht, dann wird diese Produkte meistens scharf und dann passt das nicht zusammen. Okay, dann probieren wir mal das nächste Produkt, Entschuldigung. Ganz fein. Wenn ich jetzt ans Wort fahre. Das ist die Firma Baczewski. Das ist Altvater Gessler. Da waren K&K Hoflieferanten. Und das ist der Ovovit. Ist auch ein ganz tolles Eierlikör-Produkt. Jetzt ist es natürlich ein bisschen zäh, wenn wir es draufschütten, weil es nicht 100% zum Differenzieren ist. Mhm. Aber schenken wir da ein bisschen mehr ein. Und dann können wir es genauso probieren. So, ja, mal schauen, was wir da so riechen. Oh, jetzt gibt es mal. Der Wichtigste kriegt natürlich nichts. Ja. Immer dasselbe. So, schauen wir mal. Hat eine komplett andere Stilistik. Ist, wenn man so will, eiger ist das ganze Produkt. Hat aber dann eine ganze Palette von Biskuit über Sauvignon, über Vanille, genauso alles da. Schauen wir es uns im Geschmack an. Mhm. Sehr aromatisch. Ist aber auch sehr süß. Ist süßer wie deiner. Süßer, ja. Um einiges süßer. Mhm. Und hat aber vom Alkohol her nicht den Druck, was dein Produkt bringt. Mhm. Nein, der kommt da weiter hinten. Also spart er. So, deiner war so schön im Gaumen. Und der klingt so. Ja, unser Komfort, das ist mehr Pudding-lastiger. Das geht in der Richtung Pudding. Und unser Produkt eher in den, das Schaumige geht. Gell? Bei euch beiden möchte ich mich noch einmal recht herzlich bedanken. Wir haben eine kleine Österreich-Reise gemacht, Steiermark, Tirol, Kärnten. Mhm. Schön, dass ihr gekommen seid. Bei Ihnen zu Hause möchte ich mich fürs Zuschauen bedanken und freue mich schon jetzt, wenn es bald wieder heißt: Inside World Spirits mit Wolfram Ortner. Prost, Gesundheit allerseits. Prost. 16% reichen für Freude.